Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Folge FYI 10 Fragen, fiese Desinformation. Schafft ihr es und die Leute hier im Studio da gleich durchzunavigieren? Werden wir sehen. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen hier im Studio bei FYI. Wir leben ja in sehr aufregenden Zeiten, in denen extrem viel Wissen online verfügbar ist und zeitgleich extrem viele Möglichkeiten, an das komplett falsche Wissen zu gelangen. Und genau das nehmen wir als Herausforderung. Das, was als Witz falsch verstanden wird, als Desinformation bewusst falsch gestreut wird, journalistisch vielleicht einfach nur schlecht recherchiert wurde, aber sich massiv verbreitet hat, darauf werfen wir heute ein Spotlight und stellen euch einen Haufen Fallen, in die ihr hoffentlich nicht tappt. Aber vielleicht eben auch doch. Ich begrüße ganz herzlich unsere Versuchskaninchen für die erste Folge, Florentin Will. Können wir ihm klatschen? Ja. Dankeschön. Ja, ich bin sehr leichtgläubig. Ich habe schon oft Dinge geglaubt, die sich am Ende als falsch herausgestellt haben. Ich bin gespannt, was wir heute dazu lernen können. Hervorragend. Und Malina Florentine. Hallo. Hey. Ich habe einfach wahnsinnig Angst, dass ich so zeitlich einfach ganz Stress kriege. Man kennt euch ja beide, du bist Journalistin und Content Creatorin. Du machst hervorragende Pen and Paper, wenn ich das so sagen darf. Dankeschön. Darf ich das? Ja, okay. Und natürlich kennt ihr alle Florentins Podcast auch. Wie fühlt ihr euch so mit Falschinformationen? Was war das Letzte, wo ihr euch so komplett verrannt habt? Gab's da was? Oh. Ja, man weiß es ja nicht, ne? Also wer weiß, wie viel Wissen ich aktuell habe über verschiedenste Dinge, das sich als völlig falsch herausstellt. Dass du gar nicht haben solltest. Nee, eigentlich nicht. Ja, naja, aber manchmal googelt man ja auch irgendwas und dann checkt man, ah nee, Moment, das kann irgendwie nicht so stimmen oder die Seite ist ein bisschen shady und dann recherchiert man noch mal ein bisschen weiter und dann merkt man, ah, nee, das war gar nicht richtig. Ja. War gar nicht richtig. Wir haben 10 Fragen vorbereitet, um euch in die Irre zu führen und jemand, der uns da durchhilft, ist Bastian Schlange vom Korrektiv. Schön, dass du dabei bist. Bastian hilft uns, alles einzuordnen, hilft uns, durch den Desinformationsdschungel zu navigieren, uns zu erklären vielleicht auch, was sind denn überhaupt Desinformationen und was macht sie aus? Schön, dass du dabei bist. Was macht ihr sonst noch beim Korrektiv? Wofür kennt ihr? Wir sind ein gemeinnütziges Recherchezentrum, haben uns auf langfristige Investigativrecherchen spezialisiert und seit 2017 haben wir eine Faktencheck-Redaktion. Und ich habe die vergangenen 2 Jahre mit dem Schreiben eines Buches über Desinformation im Netz verbracht, das einzig wahre Faktencheck-Buch, habe da mit vielen Kollegen aus der Faktencheck-Redaktion gesprochen und mich natürlich auch selbst intensivst mit dem ganzen Müll im Netz beschäftigt. Nice, schön, dass du dabei bist. Willkommen. Und damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert und ihr wisst, wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt einmal die Spielregeln an. Die Spielregeln. Ihr bekommt bis zu 10 Aufgaben gestellt. In jeder Runde müsst ihr entweder Fragen beantworten, Unwahrheiten aufdecken, eine Schätzung abgeben oder was auch immer sich die Redaktion für euch ausgedacht hat. Es erwarten euch unterschiedliche Themenfelder, die sich alle rund um Desinformation drehen. Euer einziges Hilfsmittel ist das Internet. Mit jeder Runde steigen auch die zu gewinnenden Punkte. Wer die erste Runde gewinnt, erhält einen Punkt. Für die zweite Runde gibt es 2 Punkte, in der dritten 3 und so weiter. Aber Achtung, wenn ihr eine Frage falsch beantwortet, dann landen die Punkte beim Gegner. Wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen und erhält die goldene Lupe. Könnt also gleich, wenn ihr die Themen seht, strategisch schauen, welches Thema möchte ich direkt für mich besetzen, aber vielleicht weniger Punkte dafür kassieren. Oder hebe ich mir etwas auf oder ihr spioniert und schaut, was will denn der andere nehmen und nehmt ihm oder ihr das weg. Mhm. Super viele Optionen, ich bin sehr gespannt. Ich möchte vorab euch noch mal mitgeben, dass wir natürlich die wundervolle Seite vom Korrektiv sowie einige andere Fact-Checking-Seiten gesperrt haben, damit ihr nicht sofort auf die richtigen Ergebnisse kommt. Testest du das gerade aus? Testest du direkt die Grenzen des Möglichen? Ja, natürlich, klar. Und ist es möglich? Tatsächlich, ich finde nur den Twitter- und den Instagram-Account, aber die Seite selber nicht. Wow. Dann haben wir ja alles richtig gemacht. Und damit wir wissen, wer sich die erste Kategorie aussucht, machen wir eine kleine Schätzfrage. Nämlich, wenn man ihr dürft es jetzt nicht eingeben. Wenn man Desinformation sind weg. Als Suchbegriff bei Google eingeben würde, auf wie viele Ergebnisse würde man dann stoßen? Wie viele Suchergebnisse? Florentin, sag du es einfach zuerst. 16 Millionen. 16 Millionen, was sagst du? 26 Billionen. Billionen? Ja. Bei Desinformation. 3,48 Millionen wäre die richtige Antwort gewesen. Damit liegt Florentin näher dran und darf sich auch die erste Kategorie aussuchen. Und hier sind die Kategorien für heute, aus denen du wählen darfst. Kassensturz, Copycat, süße Verschwörung, die Simpsons, Urban Myth, Fashion, veralbert, Wetter, Business und Geschichte.
Ich hoffe einfach, dass bei Copycat um Katzen geht. Ich nehme Kassensturz. Kassensturz, die erste Kategorie. In der ersten Frage, beim Spiel um die goldene Lupe, haben wir folgendes Bild für euch vorbereitet. Wir sehen hier einen Kassenbeleg vor uns, geschwärzte Stellen. Eure Aufgabe ist es, auf mein Signal die geschwärzten Stellen zu vervollständigen. Wir wollen wissen, was stand an den geschwärzten Stellen des Kassenbelegs. Und los! Und Florentin gibt direkt ein Ergebnis durch, ja? Oh, ich habe hier zumindest einen Kassenzettel gefunden. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Karl Lauterbach als Minister untragbar ist. Mhm. Auf Wiedersehen beim nächsten Mal das Team der Janssen-Apotheke. Bin ich hier einem Fake aufgesessen? Oder lagst du richtig? Und du lagst richtig. Der erste Punkt geht an Florentin. Ja. Florentin, dürfen wir deinen Suchweg wissen? Was hast du eingegeben? Was waren deine Suchbegriffe? Ich habe ein Zitat aus dem Zettel in Anführungszeichen geschrieben, sodass genau danach gesucht wird und dann auf Bilder gedrückt und dann den Kassenzettel gefunden. Du hast nur Arzneimittel sind gemäß eingegeben, oder ja, was? Ja, genau. Das reicht schon. Witzig. Krass, dass das gereicht hat. Ich bin auch ein bisschen überrascht. Ich habe es übrigens auch hier, aber ich war eine Sekunde zu langsam, weil es war hier in Caps Lock und das hat mich genervt. Was heißen die Anführungszeichen, die du eingegeben hast? Warum Anführungszeichen? Dass genau nach dieser Wortfolge gesucht wird und nicht durcheinander, sondern dann findet man es besser vielleicht. Und hattest du Zweifel an deinem Ergebnis? Ja. Und du hast trotzdem. Das war jetzt auch meine Frage gewesen, deswegen. Halt. Ich war im Rausch der Geschwindigkeit, im Rausch der Recherche, du wirst das kennen. Dann haut man mal drauf und haut die Schlagzeile raus. Aber ich habe es einfach mal gesagt, aber ich weiß nicht, ist das ein echter Kassenzettel oder ist das eine tatsächlich, Bilder? Ja. Also ich habe das, als ich das zum ersten Mal das Bild gesehen habe, war auch mein erster Impuls zu sagen, okay, das kann nur Fake sein. Ne? Das passt so in die Narrative rein, die in der Querdenkerbewegung halt irgendwie verbreitet wurden. Und es ist einfach stimmig halt. Und auch gegen Lauterbach zu hetzen als großes Feindbild passt. Und ich habe gesehen, deine Quelle, die du hattest, ist ja auch eine stark tendenziöse Seite. Oh ja. der man so ein weiteres auch nicht vertrauen sollte. Allerdings, in dem Falle trifft es einfach zu. Also es ist keine Desinformation. Und ich glaube auch, die Seiten, die es uns vielleicht verdreht hätten, hatten es gar nicht nötig. Weil es gestimmt hat. Ich habe auch noch was sehr Lustiges gefunden. Und zwar das Bild, was ich hier habe, da steht das auch alles so drauf. Aber es wurde gekauft, Prospan Husten Liquid. Was ja auch sehr lustig ist, wenn Karl Lauterbach kritisiert wird. Welche Kategorie kaufst du denn? Denn du darfst dir tatsächlich die nächste Kategorie aussuchen, okay. Marlene. Wir gucken mal kurz, was wir haben. Süße Verschwörung. Weil süße Verschwörung. Ich bin Expertin, was Süßigkeiten angeht. Oh, das passt ja gut. Wir haben drei Süßigkeitenarten vor euch ausgelegt und wollen wissen, welche der Süßigkeiten enthält angeblich einen Corona-Impfstoff? Und go! Jetzt dürft ihr natürlich, also ihr dürft jetzt natürlich auch anfassen, euch die Verpackung anschauen und so, ne? Also probieren, rausschmecken. Wie ihr euch gar nicht die Verpackung anguckt. Lass sie doch, wenn sie. Oh. Das war sehr schnell. Marlene. Ja, wir gucken mal, ob das richtig ist. Also, ich habe hier eigentlich nur einen Facebook-Post, der mir angezeigt wird. Ja. Da hat jemand. Vielleicht war das jetzt auch einfach dumm, vielleicht heißt die Person einfach Salos. Aber hier steht, über Lakritz kann man streiten, über die Impfung. So, ist ein related Post zu Süßigkeiten, diesen Lakritz und Corona. Lass mich mal kurz gucken, ob das die richtige Antwort ist. Ich glaube nämlich nicht. Nee, es ist nicht die richtige Antwort. Verdammt, dann kriegst du jetzt meine Punkte. Die zwei Punkte gehen an Florentin.
Was wäre denn die richtige Antwort gewesen und warum? Ja, so das klassische journalistische Handwerk spielt sich ja nicht nur im Internet ab, sondern ihr habt ja auch was gekriegt. Wenn man sich die drei Packungen genau anguckt, unterscheiden die sich in einem Merkmal. Vielleicht findet ihr das. Kann Spuren von Milch enthalten? Ja, guckt euch die Vorderseiten an. Das ist vielleicht, vergleicht die Vorderseiten, wo da der Unterschied ist und was euch ins Auge sticht. Tranchiert Salz. Salted Caramel. Farbstoff oder sowas vielleicht? Gut und günstig wie Sputnik. Ja, ich glaube, es wird schwer. Also ihr wäret, wir sind hoffnungsloser Fall. Wir sind ihr wäret sauer. Zwangsgeimpft worden. Es ist dieses kleine Froschsymbol unten rechts. Ach Gott, nicht. Und es kursiert eine Zeit lang eine Verschwörungstheorie, dass dieses Symbol der Rainforest Alliance eigentlich ein geheimes Zeichen dafür ist, dass Bill Gates dort versteckten Impfstoff und Giftstoffe in die Packung gepackt. So schnell kann es gehen. Also auf Facebook kursierten Videos, wo ein Bursche durch die Ladenreihen gelaufen ist und gesagt, das ist Info, das ist Impfstoff, das ist Gift. Und hat aber in keiner Weise Belege oder Beweise, sondern er hat halt irgendwie diese Theorie verbreitet. Und da bewegen wir uns schon über die Desinformation hinaus. Ich wollte gerade sagen, was ist denn der Unterschied zwischen, du hast ja gerade schon Verschwörung gesagt, inwiefern ist das dann über die Desinformation hinaus? Was macht den Unterschied aus? Also wenn du so sagen willst, ist quasi die Desinformation so die Einstiegsdroge und die Verschwörungstheorie oder Erzählung halt irgendwie dann der harte Stoff. Also eine Desinformation ist ja eine falsche Tatsache, eine Falschinformation, die absichtlich verbreitet wird, um gewissen Personengruppen, Einzelpersonen, Organisationen oder auch ganzen Ländern Schaden zuzufügen. Und naja, also ich meine. Also können Desinformationen quasi Teil von einer Verschwörungs. Ja, so auf einer Lüge steht sie schlecht halt. Ja. Ne? Also wenn du halt irgendwie dann, also wenn du, ne, die Querdenker, wenn damals behauptet wurde, es gibt Tausende von Impftoten halt, dann hält sich diese Behauptung, diese Lüge nicht sehr lange, wenn du halt nicht dann anfängst, okay, dann lügen auch die Medien, weil die haben nicht drüber berichtet. Und letztendlich stecken auch alle Ärzte unter eine Decke, weil die laufen auch nicht Sturm. Und die Politik deckt das sowieso. Und schwupps, kommst du halt irgendwie peu à peu, also eine Lüge reiht sich an die nächste, eine Desinformation, und so baut sich dann halt ein Verschwörungskonstrukt aus. Und Verschwörungstheorien oder Erzählungen sind halt ja eine Erklärungsform für komplexe Dinge. Mhm. Und das ist halt so, im Kern macht es aus, halt irgendwie, ja, nichts geschieht durch Zufall, nichts ist so, wie es scheint, und alles ist miteinander verbunden. Und wenn du das einmal im Kopf hast, kannst du halt alles irgendwie in dieses Gefüge rein. Dann suchst du dir die Desinformation rein, ein bisschen zusammen, die da. Na klar, du nimmst sehr selektiv Informationen wahr, halt irgendwie Zufälle werden überinterpretiert und du baust hier so dein Konstrukt und da verlierst du dich. Und Bill Gates ist einfach ein beliebtes Objekt vieler Verschwörungstheorien. So, ihr habt Bill Gates hier auf jeden Fall mit dem Rainforest Alliance übersehen. Ja, so kleiner Learning. Tipp für euch, nehmt euch gerne ein bisschen mehr Zeit. Es wäre aber auch weil echt schwer es geht gewesen, jetzt auch um mehr Punkte. Das zu finden, oder? Sag nochmal. Es wäre echt schwer gewesen, es zu finden. Also ich habe auf YouTube gibt es ein Video, wenn man das wirklich so genau sucht. Und dann auf spiritualität.jetzt hat Philipp gepostet, ein scheiß Frosch versteckte Corona-Impfstoff. Dieser Post ist allerdings mittlerweile gelöscht. Da müssen wir auch mal eine Lanze brechen für dieses Investigativformat, dass die das auch zurücknehmen. Wir gehen über zur nächsten Frage, die du dir aussuchen darfst. Ich versuche ja erstmal das wegzuhauen, was mir nicht so liegt. Deswegen würde ich sagen Business. Scheiße. Business ist nicht so meins. Kategorie Business ist eine Community-Frage. Und zwar eine Einsendung von Older God. Er hat uns ein Funfact zukommen lassen. In DAX-Vorständen sitzen angeblich mehr Menschen mit dem Vornamen Thomas als Frauen. Und wir möchten das als Anlass nehmen für die Aufgabe. Wer von euch findet innerhalb von 2 Minuten mehr Thomasse inklusive Nachnamen aus den 40 Unternehmen der DAX-Vorstände? 2 Minuten habt ihr Zeit. Thomasse aus den 40 Unternehmen der DAX-Vorstände. Und go! Vielleicht als Tipp, wenn ihr so einen Thomas gefunden habt, könnt ihr den ja als Tab offen lassen und dann den nächsten weitersuchen. Musik
Wir lenken sie auch sonst ab. Ja, aber das ist auch Teil der Herausforderung. Ja, so ein paar Störgeräusche. Ja, wenn man so in der U-Bahn sitzt. Scheitere ich hier einfach daran, dass es ein Windows ist. Ja, das kommt dann auch noch dazu. Das sind die wahren Herausforderungen des Alltags. So, noch knapp eine Minute habt ihr übrig. Wie viele sollen wir nehmen? So viele, wie du schaffst. Wer mehr hat, hat gewonnen. Thomas. Ist das die reguläre? Ist das der reguläre Plural? Thomasse? Ein Thomas? Thomasse? Thomasi? Was? Ein Thomas, zwei Thomas. Vielleicht ist es auch zwei Thomas dann. Ein Thomas, zwei Thomas. Tommys. Ja. Die Gesichter würden unzufrieden. Dabei gibt es doch so viele Thomasse. Tomaten. Ich bestimmt ganz viele Einsendungen von Thomassen. Du danach. Als Einladung in den DAX-Baustein. 7, 6, 5. Oh, ist das spannend. 4, 3, 2, 1. Habt ihr euch ein bisschen abgelenkt gefühlt? Nee, ihr habt euch voll gar nicht. Von was jetzt? Ich bin da in der Zone einfach drin. Einfach Hyperfokus und Thomas. Zu recherchieren, dann geht's los. Scheuklappen runter. Fokus. Ja. Okay, wie viele konntet ihr denn finden? Florentin, wie viele hast du gefunden? Also ich habe erstmal diese lange Liste hier gefunden, Vorstandsgehälter der DAX 30 Chefs. Da habe ich keinen einzigen Thomas gefunden. Ganz genau, die hatte ich nämlich auch. So, und deswegen war ich absolut verzweifelt, sodass ich irgendwann eingegeben habe, DAX-Vorstand Thomas, habe dann auf die Bildersuche geklickt, wie ich es oft mache, und habe dann einfach jeden, der Thomas nannte, rausgetappt. Und jetzt haben wir hier einmal Thomas Sattelberger. Nö. Dann haben wir Haniel-Chef, Thomas Haniel. Nö. Du kannst jetzt aber auch nicht alle Thomas der Welt hier einfach aufzählen. Thomas Blunk. Nö. Ja, du hast aber auch, glaube ich, das sind ja teilweise echt alte Artikel, die du da aufgerufen hast. Und Thomas Eichelmann. Nö. Der hat sich nicht gehalten. Das hat schon mal gut funktioniert. Marlina, wie sieht's bei dir aus? Das beruhigt mich so ungemein. Ich habe auch auf dieser Liste keinen Thomas gefunden. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt versuche ich über englische Suchbegriffe zu gehen, aber da war die Zeit vorbei. Da ihr beide keinen Thomas gefunden habt, machen wir jetzt den Sudden Thomas. Wer als erstes mir einen, auch nur einen richtigen Thomas anliefert, auch mit englischen Suchbegriffen oder auch nicht, gewinnt. Und los. Sudden Thomas. Ach so, damit Florentin mir nicht wieder 20 Thomas vorliest, wenn es ein falscher Thomas kommt, kriegt die andere Person den Punkt. Also seid genau jetzt. Ich habe jetzt noch das Internet aus 2017 leider hier. Ist leider noch viel. Achso, muss ich drauf gucken? Ja, aber ich habe es gesehen, ja. Thomas Schäfer. Yes, von? Volkswagen. Okay, und das heißt, der Punkt geht an dich. Yay! Und somit steht es 3-3, ein Unentschieden zwischen Florentin und Marlina. Sehr gut. Was steckt dahinter, was? Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Also eigentlich steht da eine Statistik hinter. Oder eine Studie der Albright-Stiftung von 2017. Deswegen hast du dich damals auch ganz viel in den Zeiten des Internetnetzes bewegt, was sie einfach gut verkauft haben. Ne? Also da hatten die eine gute PR-Abteilung, haben halt irgendwie das rausgezogen, dass es insgesamt 46 Frauen in den DAX-Vorständen gibt, 49 Burschen mit Thomas oder Michael. Also das war die Ursprungsnachricht. Thomas und Michael zusammen sind 49. Genau. Und haben das dann halt verkauft. Und das hat sich halt irgendwie so gehalten, dass 6 Jahre danach halt irgendwie immer noch dieses Gerücht in den Köpfen drin ist. Aber bis heute wird es ja quasi immer noch gepostet, repostet, wie auch immer man es nennen will, dass es mehr Thomasse sind. Stimmt das denn überhaupt noch?
Das stimmt so nicht mehr. Ach. Die Ursprungsstudie bezog sich halt auch auf alle, also 160, also dann auch MDAX, SDAX, TechDAX. Wir haben euch jetzt alle nur den normalen, durch die 40 DAX Bank halt erzählen lassen. Genau. Genau, und da hat der fleißige Kollege, der es vorrecherchiert hat, war insgesamt auf 7, glaube ich, ne? Acht Thomas hättet ihr finden können. 4, 5, 6, 7. Ich habe nur. Bei Volkswagen gibt es vielleicht 2 Thomas. 2 zum Preis von einem. Doppelt. So, genau. Wir gehen über zur nächsten Frage. Die bekommt Marlina. Ich nehme jetzt Kategorie Fashion. Fashion. Ja. Oh. Für Fashion haben wir ein Bild vorliegen für euch, das wir euch gleich zeigen werden. Dieses Bild ging rum mit einem echten Zitat von Luisa Neubauer versehen. Der Rest des Bildes sieht aus, als käme er aus einem Modemagazin. Wir wollen nun von euch wissen, wie viel ist Luisa Neubauers Outfit angeblich wert? Also wir wollen den Gesamtpreis wissen. Und go! Währenddessen berechnen wir hier die Outfits am Tisch. Oh. Ich hab's gestern Abend schon vorbereitet. Ich bin hier echt aufgeschmissen. Wie mache ich denn Anführungszeichen? Okay, ich dachte, das ist leichter. Ich dachte, dieses Bild findet man recht schnell. Ja. Wie ist es für dich, Marlina? Hast du das Gefühl, du bist auf irgendeinem Psst? Aha. Okay. Zumindest das Bild schon mal gefunden. Okay, cool. Aber wir wollen ja wissen, wie viel das Outfit angeblich wert ist. Mhm. Das betone ich angeblich. Kann ich auch so einfach schätzen? Wenn du mir die exakte Zahl nennst? Nein. Da vielleicht brauche ich mehr Ausrufezeichen, oder? Das kommt doch bestimmt auch wieder aus so einer Schwurbler-Ecke. 1-1 Ausrufezeichen. Als Suchbegriff. Haben wir jetzt lauter Fragen, die wir nicht herausfinden können, oder was? Das liegt nicht an uns. Oh! Florentin! Du hast eine Antwort für mich. Ich habe 3.992 Euro. Oh, und diese Antwort ist vollkommen richtig. Fashion. Angeblich war das Outfit von Luisa so viel wert. Wie bist du dahin gekommen? Ich habe ihr Zitat gegoogelt, das mit dem Kapitalismus, habe das Bild gefunden und dann habe ich Taschenrechner gegoogelt, um dann die einzelnen Kleidungsstückpreise zu addieren. Und in der Summe kam dann das raus. Kommt es dir dann so vor, als wäre das Outfit zu viel wert gewesen? Oder euch beide, kann ich ja fragen. Kannst du die Zahl nochmal nennen? 3.992 Euro. Also so Jimmy Choo Damenstiefel, die gehen schon ins Geld, ne? Das ist klar. Ja, ich sehe es jetzt hier. Wir wollen das Modell Flat. So, nee. Also anscheinend, was ich aber herausgefunden habe, ist es auf jeden Fall ein Foto, wo sie noch mit 2 anderen Personen drin ist, was anscheinend in der Vogue veröffentlicht wurde. I don't know. Ich habe es auch nur auf X gefunden. Nicht eine Vogue, aber ein anderes Modemagazin. Ja. Okay. Bastian, ja. Was ist wirklich dahinter?
Also wir haben jetzt bei diesem Foto so ganz viele Mechanismen der Desinformation. Ne? Also wir haben halt einmal das Zitat, was oben drüber steht, was sie so gesagt hat, was aber verkürzt ist. Also es stammt aus einem Interview von 2020, das sie dem Fokus gegeben hat und hat da eigentlich über CO2-Bepreisung gesprochen. Hat gesagt, halt in dem Zusammenhang funktionieren die kapitalistischen Mechanismen nicht. Der Fokus hat das dann in der Überschrift überspitzt und verkürzt. Hier haben sie es dann in einen völlig anderen Kontext über das Bild gesetzt. Das Bild stammt aus Welt Vegan Magazin. Auch eigentlich eher so um nachhaltige Mode. In dem ich wollte gerade schon sagen, das ist keine Gucci-Tasche. Nein, ist es nicht. Also haben sie das Foto, ein real existierendes Foto, in einen anderen Zusammenhang gesetzt und haben es dann halt nochmal bearbeitet und haben sich dann völlig absurde Modellnamen. Also ich glaube, es gibt keinen Lockenstab mit dem Namen Storm oder... Was? Nein, woher auch nicht weißt das du das denn? Modell Ökozid, weiß ich nicht, ob das der Verkaufsschlager ist. Oder hätte man vielleicht drauf kommen können. Ja, das klingt halt auch so ein bisschen wie Satire, allerdings hat das Netz natürlich so nicht aufgenommen. Also die Preise stimmen auf jeden Fall nicht. Genau. Und es ist halt so eine klassische Desinformation aus dem Bereich Klimawandelleugner und auch gegen, grüne Aber auch auf der Basis von einer ganz anderen Diskussion einfach die Leute zu diskreditieren, weil an sich könnte man jetzt, selbst wenn das so wäre, sagen, so eine Person darf ja tragen, was sie tragen will. Aber hier wird ja versucht, quasi durch ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat eine Person einfach generell zu diskreditieren. Ja, das ist so ein Mechanismus. Also das sind so zwei Teile. Also ich habe ja mal irgendwie unsere Klimaredaktion geleitet, habe mich dann halt irgendwie viel mit dieser ganzen Scheiß-Desinformation auseinandergesetzt und ich habe es irgendwie so den Klimawandelleugner-Reflex halt genannt. Also dieses so, diese Haltung halt irgendwie so, man will mir irgendwas wegnehmen, was mir zusteht. So, mir steht Mobilität zu, mir steht meine Wurst zu. Zum Beispiel, aber mir steht der Luxus und der Konsum halt zu, den ich die vergangenen 20 Jahre halt irgendwie gefahren habe und so möchte ich weitermachen und dann kommen irgendwelche linksgrün versifften Gutmenschen und wollen mir wegen so einer Wagenbedrohung halt irgendwas wegnehmen. Und das ist so der erste, du als erstes nimmst du eine Opferrolle rein. Mir wird Unrecht getan. Mhm. Und dann generiert sich daraus so eine Widerstandserzählung. Wir lassen uns nicht entmündigen. Unsere Freiheit halt irgendwie. Wir bäumen uns auf. Und dann kommt im dritten Schritt halt so dieses Entwerten und Angreifen. Und das kannst du halt irgendwie auf Einzelpersonen tun. Halt irgendwie jetzt hier Neubauer. Wir haben ganz viele Desinformationen, wo Bilder Fridays for Future Demos zugeordnet werden. So total vermüllte Plätze, wo dann behauptet wird, so sieht dann danach halt. Also die Leute, die Wasserpredigen trinken, einfach Wein halt. Ne? Also und wenn ich jetzt so ein Bild von Fridays for Future, von Luisa oder von wem auch immer habe, wie hätte ich jetzt, was wäre noch ein Weg gewesen, um auf die Lösung zu kommen? Also wenn das Bild direkt gehabt hättest, hättest du natürlich mit der Google-Rückwärtssuche suchen können. Ansonsten halt irgendwie auch einfach... Das war für euch ein bisschen trickier, weil ihr das Bild nicht direkt vorliegen hattet. Aber ihr habt das mit Suchbegriffen. Also ich habe halt Luisa Neubauer Klimatussi eingegeben und bin dann halt irgendwie unter Bildern tatsächlich hier auf dieses... Bild gestanden habe ich einfach Twitter nicht weit genug runtergescrollt. Soweit war es gar nicht unten halt. Ne? Also klar, mir werden halt noch die Korrektivbilder angezeigt, aber das hat auch funktioniert. Ja. Aber du hast natürlich hier so in der Bubble sehr viele Posts halt irgendwie, wo es geteilt wurde und viral gegangen ist. Wie viel ist denn der Punktestand gerade? Der Punkt ging nämlich an Florentin. Marlina 3, Florentin 7 und Florentin, du darfst dir die nächste Kategorie aussuchen. Dann schauen wir mal, veralbert, ist das ist Physik oder nicht? Ich würde sagen Wetter. Wetter? Wetter. Eigentlich ist so ein Smalltalk-Thema. Let's talk about weather. Wir haben 4 Temperaturrekorde aus 4 verschiedenen Jahren rausgesucht und wollen Folgendes von euch. Nämlich ordnet den jeweiligen Temperaturrekord dem richtigen Jahr zu. Also wir wollen quasi die Abfolge der Bilder chronologisch nach Jahren von euch wissen. Und go! Oh nein. Oh nein. Geografie, Erdkunde ist mein absolutes Kryptonit. Da steht ja schon alles bei. Kriegen wir hin. Florentin, du machst das hervorragend. Die Leute auch motivieren, damit sie schön schnell suchen. Meinst du? Ja. So wie man so Hamster auch so im Rad. Okay, lauf. Tipp, tipp. Ach so, das sind nicht die höchsten Rekorde, sondern nur die speziellen. Ach so, in welchem Jahr? Thank you.
so schnell. Das ist ja richtig krass. Das habe ich nicht erwartet. Ich bin jetzt mal gespannt, ne? Also, ja, ich auch. So, wir fangen mal an. Ja. Was, was war 1983? Welches Bild gehört zu 83? Das ist, ja, ich muss die Bilder dafür auch sehen. Wir bräuchten die Bilder noch mal kurz hier in unserem Monitor. Danke. Und zwar ist das, 1983 ist C. Yes. 1992? Das ist A. Yes. Und die dritte? Das 2007. Ist, 2007 ist B. Yes. Und dann bleibt natürlich nur noch D. D, richtig. Und das ist die absolut richtige Reihenfolge. Der Punkt geht an Marlina. Danke. Cool. Das schließt ja wieder thematisch an. Also irgendwie suchen die sich ja genau die Fragen aus, sodass wir in einem durchreden können. Ne? Dass wir direkt wir sind bei Klimadesinformation. Also das war jetzt halt, glaube ich, einfach eine schnelle Recherche und Google-Aufgabe halt. Aber an sich findet man es ja oft, dass gesagt wird: so, boah, ja, heißes Wetter gab es ja auch, weiß ich nicht, 1983 oder 1959. Und ja, es gibt so Klassiker der Desinformation, gerade so dieser Klimadesinformation. Also, das sind dann halt entweder diese Wetterkarten, wo dann halt wegen der Farbgebung den öffentlich-rechtlichen Medien Panikmacher halt irgendwie unterstellt wird. Ist das denn so? Hat sich da was geändert? Nee, also teilweise sind es Bildmanipulationen, teilweise ist es einfach nur der Unterschied, dass tagesaktuelle Wetterkarten und die 7-Tage-Voraussicht oder Prognosen halt irgendwie anders gefärbt sind. Und dann werden die nebeneinander gestellt und dann mit dem Narrativ unterfüttert halt irgendwie so hier die öffentlich-rechtlichen Menschen, Gutmenschen, Säcke. Also quasi aber wieder aus dem Zusammenhang reißen von gezeigten Informationen. Ja. Genau. Und auch ein anderer Klassiker sind so Titelblätter der Bild, ne? Die dann halt, weiß ich nicht, hast du irgendwie von 1956 irgendwie einen Hitzerekord, den die aber dann, weil die Bild ja auch alles überspitzt und weiß halt, wie sie Sachen verkauft, halt irgendwie dann in der Turmuhr gemessen hat bei 12 Uhr mittags. Und deswegen halt, aber diese einzelnen Titelblätter werden nebeneinander gesetzt und wird gesagt, das ist der Beweis halt irgendwie, wir haben gar nicht den Klimawandel. Und das ist halt auch in diesem Mechanismus halt irgendwie mich von dieser Verantwortung frei machen zu müssen, irgendwie vielleicht was an meinem Leben zu ändern, damit wir halt irgendwie die Klimakrise in den Griff kriegen, werden solche Sachen halt dann zu Rate gezogen, um die Wissenschaft zu diskreditieren und zu sagen, irgendwie, es gibt überhaupt nicht den menschengemachten Klimawandel, die lügen eh alle und das ist Panikmache. Bei Marlina hätte das natürlich gar keine Chance. So schnell wie du das gefunden hast, habe ich null erwartet. Herzlichen Glückwunsch, war richtig schnell. Danke. Ich wollte auf unseren Podcast noch hinweisen, weil das so ein großes Thema ist, dass wir darüber dann noch intensiver sprechen werden, wer auch dahinter steckt, halt irgendwie, woher diese Informationen kommen und welche Strukturen Interesse daran haben, halt Zweifel am Klima. Denn zu dieser Folge kommt auch ein Podcast begleitend raus und alles, was wir hier nicht in der Kürze schaffen, mal so ein bisschen tiefer zu graben, wird euch Bastian dann im Podcast nochmal näher bringen. Cool. Dann gehen wir direkt weiter zur nächsten Frage, die sich Marlina aussuchen darf. So schnell geht das. Crazy. Dann nehme ich Veralbert. Das klingt sehr schön. Sehr schön vorgelesen. Und in der Kategorie Veralbert geht es um Zitate. Und zwar vielen Leuten werden ja Zitate angedichtet. Haben Sie das gesagt? Haben Sie das nicht gesagt? Besonders Albert Einstein soll sehr, sehr viel angeblich gesagt haben. Wir haben uns mal 4 Zitate für euch aufgeschrieben und wollen wissen, welcher Ausspruch stammt nicht von ihm. Einer wird gleich falsch sein. Folgende Zitate haben wir. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. B. Der Staat ist für die Menschen und nicht die Menschen für den Staat. C. Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Oder D, um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. Und go! Was stammt nicht von Einstein? Könnte man das eigentlich im Unterricht spielen? Könnten sich Leute einfach unsere Fragen nehmen und Schülerinnen und Schüler trainieren? Das wäre toll. Eigentlich wäre das richtig gut. Macht das mal, wenn ihr nichts zu tun habt. Ist das dann auch so lustig wie hier? Ist das so lustig hier? Weiß ich nicht. Das ist tot ernst. Okay. Aber du darfst lustig sein, nur ich muss ernst bleiben.
Nee, mein Job ist es, ernst zu sein. Ich muss lustig sein. Ja. Wir hätten tauschen sollen. Wie sieht's aus? Kommt ihr ein bisschen voran? Leute, Zitate7.de ist offline, Freunde. Das ist ganz schlecht gerade. Das ist ganz schlecht gerade. 1A-Quelle an. Mach mal. Ich habe früher Horoskope geschrieben. Musste irgendjemand machen. Ich habe in unserer Reduktion gearbeitet. Und du moderierst jetzt diese Sendung in das Feuer? Das ist ja lange her. Ich habe mich seitdem entwickelt. Ich verbreite gerne Horoskope. Ich lese ja auch nicht. Ja, ist das, wie ist die Seite von Spiritualität jetzt? Ja, oh mein Gott, ja. Da habe ich mein Praktikum gemacht. Nein, Quatsch. Oh, Florentin. Bitte. Ich habe auf gratis-spruch.de gefunden, die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und gleichzeitig unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Zitat von Benjamin Franklin. Oh! Und das reicht mir als Quelle. Aber tatsächlich reicht diese Quelle aus, denn das ist richtig. Die Definition von Wahnsinn ist kein Zitat von Albert Einstein. Marlina, wie lief's bei dir? Wo bist du? Also zwei von den vieren hatte ich jetzt quasi schon auch mit Quellen wie jetzt FAZ oder gut, das habe ich jetzt quasi so ein bisschen gecheckt, dass die auch stimmen, weil alle werden online letztendlich irgendwo Albert Einstein zugeordnet. Aber ich habe von hinten angefangen und weil ich dachte, vielleicht ist so eher das vierte falsch. Allerdings ist Benjamin Franklin auch ein falsch zugeschriebenes Zitat. Er hat es auch nicht gesagt. Ah, ja, aber du warst eine Desinformation mit einer Desinformation widerlegt. Halt irgendwie. Es war er. Aber die Quelle, die Seite, die du da genommen hast, würde ich jetzt auch nicht als so ultra vertrauenswürdig. Es ist bei Zitat natürlich super Wahnsinn, schwierig. Sprüche. Und von wem war es in Wirklichkeit? Darf ich raten? Ja. Einem Garson O'Toole? Ja, also. Ich habe eine Seite, warte mal, die kann ich mal. Ich habe hier nämlich falschzitate.blogspot.com. Oh, also falsch. Diese Seite, ich habe natürlich auch versucht, halt Primärquellen für oder zumindest relativ valide Quellen zu finden. Diese Seite, das machen wir da mal weg. Falsche Zitate, Zitate.blogspot. Die arbeiten halt ziemlich gut mit Quellen. So, das hast du halt irgendwie bei diesen ganzen Zitate-Seiten sehr, sehr selten halt irgendwie, dass Primärquellen angegeben sind. Und gerade halt, wenn du Was tote sind Primärquellen? Menschen. Vielleicht also, wenn du jetzt ein Zitat von jemandem hast, dann wäre die Primärquelle ein Mitschnitt seiner Rede. Okay. Oder das Interview, was er gegeben hat. Oder ein Buch, was er geschrieben Augen-Ohren-Zeuge, der da war. Oder genau, ein Buch, was er selbst geschrieben hat. Halt irgendwie eine Schrift. Das geht. Also hier wird das Zitat jetzt Narcotics Anonymous zugeschrieben. Also sowas wie die anonymen Alkoholiker nur für Drogensüchtige. Ah, ach so. Ich dachte, das wäre Aber es hat eine ganz große Historie, die das wurde ganz vielen Leuten zugeschrieben. Ja, aber das Fazit ist eigentlich keine Sprüche-Shirts tragen. Ja, nee, also ich meine, das ist so auch dieses Autoritätsargument, ne? Ja. Du schiebst es irgendeiner Person zu und tatsächlich bin ich diesem Definition von Wahnsinn, diesem Zitat halt Einstein auch in meiner Recherche in den Querdenkerkreisen halt immer wieder begegnet. Das haben sie gern geteilt als Bestätigung dafür halt, dass halt irgendwie diese ganze Corona-Schutzmaßnahmen halt Schwachsinn sind und sie haben es halt irgendwie dieser Autorität, diesem Einstein zugeschrieben, was der sagt, muss einfach stimmen und deswegen sollten wir dem auch zuhören. Wir schauen uns noch einmal kurz den Punktestand an. Ach, müssen wir ja. Du bist gar nicht so weit hinterher und es werden ja pro Frage auch immer mehr Punkte. Also 8 für Marlina und 13 für Florentin. Und Florentin darf sich die nächste Frage aussuchen. Okay, dann schauen wir mal in Richtung Urban Myth. Urban Myth. Bei dieser Frage geht es jetzt um 7 Punkte, also eine sehr gute Gelegenheit für dich, um Vorsprung zu gewinnen, Marlina. Und zwar geht es um eine weit verbreitete Annahme, die wir alle kennen. Viele Menschen bauen das in ihren Tag ein. Also wird eine solche Falschinformation im Zweifel auch gut weitergereicht und fällt schnell auf Nährboden. Wir wollen wissen, welche Werbeaktion einer japanischen Firma aus den 1960ern stresst uns bis heute täglich. Hmm.
Könnt ihr nochmal die Frage bitte einblenden? Welche Werbeaktion einer japanischen Firma aus den 60ern stresst uns bis heute täglich? Marlina ist auf dem kleinen Monitor die ganze Zeit. Ich habe die Hand gesehen. Oh, Florentin. What is it? Also es geht darum, dass man jeden Tag 10.000 Schritte gehen soll. Das hat eine japanische Werbekampagne damals so verlautbaren lassen. Hammer. Ja, ist die absolut korrekte Antwort. Bastian, hältst du deine 10.000 Schritte täglich ein? Haben wir gestern sogar überprüft. Ne? Nee, haben wir tue ich nicht. Warum nicht? Ist das nicht wahr? Ist das nicht durch Studien lebst du nicht gesund? Interessierst du dich gar nicht für deine Gesundheit? Also, ja. Nein, also es ist so eine Behauptung halt, wie Spinat ist gesund halt. Ne? Also dieses enthält besonders viel Eisen halt. Das ist auch dann so eine Legende, die dann irgendwo einen Ursprung hatte in der Behauptung und die sich dann einfach durchgefressen hat. Und so ähnlich haben die das halt damals auch gemacht. Also du hast ja genau richtig rausgefunden halt irgendwie, das war ein Werbegag halt 1964 zur Olympia und die haben halt einfach behauptet, und das ist halt nicht falsch, ne? Also ich habe irgendwelche Studien gefunden gehabt, dass es dann 6.000 bis 8.000 Schritte auch reichen. Mhm. Aber es ist ja nicht falsch, auch zu sagen, 20.000 Schritte sind gesund, dann wären wir noch gestresster heute. Ist das eine Falschbehauptung? Es ist ja... Naja, so eine klassische Desinformation hat ja im Wesenskern, du schaffst bewusst eine Falschinformation halt irgendwie um Zwietracht, um Missgunst, um was Negatives zu erreichen. Also richtig Desinformation ist es nicht, weil hier wird ja nicht gegen irgendjemanden gebieft. Genau, aber... Naja, so viele Mechanismen der PR-Arbeit überschneiden sich dann auch mit der Desinformation. Also einfach da Aussagen so schwammig zu halten oder nicht überprüfbare Aussagen zu haben oder da irgendwelche Prüfsiegel zu erfinden. Was aber spannend ist halt und so die großen Themenbereichen der Desinformation, das sind halt immer so Krisenthema. Ne? Also ob du jetzt 2015, 2016 so die ersten großen Flüchtlingsbewegungen hast oder die Klimakrise halt irgendwie danach, Corona, also was anderes als ein neuer Schrittzähler, genau, der ja da auf Gesundheitsthemen sind halt einfach beliebt halt. Ne? Das funktioniert halt gut, weil es betreffen einfach ganz viele Menschen vom Thema Gesundheit. Das ist kein Spartenthema, sondern es ist halt ein gesamtgesellschaftliches Thema, was viele Leute betrifft. Und du hast halt die wissenschaftliche Blackbox. Ne? Also keiner versteht wirklich, was da vor sich geht, aber du liest halt irgendwie drei Artikel und denkst, bist jetzt Corona-Experte oder Impfexperte oder sonst wie ein Experte. Oder musst 10.000 Schritte gehen. Und dann erliegst du diesem, naja, diesem Selbstzweifel, du wärst ein Experte, aber bist es gar nicht. Wie viele Schritte wir schon nutzlos durch die Gegend gelaufen sind. Unfassbar, wir jetzt, oder? Wir kriegen ihn nie wieder zurück. Aber wie hast du es herausgefunden? Das würde mich schon mal interessieren. Weil also, ich habe nichts, also ich habe erstmal angefangen auf Englisch zu suchen und dann warst du schon irgendwie fertig. Ich habe erst ganz lange nichts gefunden. Ich dachte, Japanisch ist bestimmt Nintendo oder so. Dann habe ich mir ganz viel Nintendo-Werbung angeguckt, alles nichts gebracht. Dann dachte ich mir, der Wortlaut, weil die Redaktion ist ja faul. Dann dachte ich mir, der Wortlaut mit was stresst uns. Dann dachte ich, habe ich einfach eingegeben, japanische Werbekampagne in Anführungszeichen, Stress. Das habe ich auch gemacht, aber auf Englisch. Tja, aber das Wetter.com, tatsächlich auch ein Investigativ-Gigant, hat das dann tatsächlich reportiert und hat geschrieben, dass das alles nicht ganz so stimmt. Ja. Die meinen, man muss mindestens 7.000 gehen, stellt anscheinend eine modernere Studie heraus. Kann sein, dass wir in einem Jahr wieder hier sitzen und die 7.000 auch wieder Ich glaube, dass du damals nicht mal eine Studie zu Rate gezogen hast. Dieses Ding hieß einfach 10.000 Schrittzähler und dann haben sie es behauptet. Gut, das ist eine gute Zahl. Wir laufen jetzt auch hier weiter. Marlina, du darfst dir die nächste Frage aussuchen. Für 8 Punkte. Boah, also Simpsons. Bleibt nicht mehr Geschichte. Viel. Naja, also pro Frage gibt es ja mehr Punkte. Jetzt gibt es 8. Und für die danach gibt es ja auch noch mehr Punkte. Gibt es 9. Richtig, okay, weil dann nehme ich nämlich die Simpsons. Jetzt. Die ja, jetzt. Okay, dann nehmen wir jetzt die Simpsons. Die nächste Frage ist tatsächlich auch eine Matchball-Frage. Sollte Florentin diese Frage holen, hat er direkt gewonnen?
Und das macht ja einen schon fast nervös, weil ich hätte jetzt gedacht, Florentin kennt sich bei Simpsons gut aus. Ich bin großer Simpsons-Fan, allerdings überschätze ich mich da stark. Wir hatten auch mal Simpsons-Endgegner hier auf dem Sender. Habe ich total versagt, kompletter Blackout. Also vielleicht ist das eine Chance, hier aufzuholen. Ja, ich dachte, es wäre halt smart, weil die wenigsten Punkte, es hätte mal vorher gesagt werden müssen, dass das jetzt hier so eine Match war, weil ich habe die Simpsons nämlich nie gesehen, außer den Film. Aber das musst du auch nicht, um hier zu gewinnen, damit wir noch die anderen Fragen hören und damit du eine Chance hast. Alle gut zuhören. So viel Druck. Also folgendes, jetzt kommt die Frage. The Simpsons Already Did It. Die Serie Simpsons ist bekannt dafür, dass sie richtige Vorhersagen getroffen hat. Donald Trump wird Präsident. Game of Thrones Finale wurde vorhergesagt. Das Ebola-Virus. Wir haben uns drei weitere Vorhersagen aus dem Internet zusammengesammelt. Eine davon ist allerdings nicht wahr. Ich lese die euch einmal kurz vor. A. Ein dreieugiger Fisch wird bei einem Kernkraftwerk gefangen. B. Ein berühmtes Gebäude in Frankreich brennt. C. Magier werden von Tigern angegriffen. Wir wollen wissen, nochmal, damit es unmissverständlich ist, was geschah wirklich, aber nicht bei den Simpsons? Welche Vorhersage haben die Simpsons nicht getroffen? Was kam nicht in der Serie vor? Und go! So schnell? Ja, vielleicht liege ich ja jetzt auch falsch, aber ich möchte jetzt nicht Florentin die Chance lassen. Also entweder ich putte mich jetzt hier komplett raus oder halt nicht. Ja. So, ich also ganz was gerne die, ist in Wirklichkeit, in der wirklichen Welt passiert, aber nicht bei den Simpsons? Ah. Das ist leider falsch. Verdammt! Wahrscheinlich ist es dann so, dass die Magier bei den Simpsons waren, aber nicht angegriffen wurden von Tigern. Das ist es leider auch nicht. Was? Das ist tatsächlich. Aber wäre B die richtige Antwort gewesen? Wusstest du es denn? Ja, also das mit dem dreieugigen Fisch, das habe ich damals sogar im Simpsons-Magazin gelesen. Das ist schon relativ alt. Magiern wurde, stimmt auch. Ich habe dann direkt mit dem französischen Gebäude gegoogelt, habe nichts gefunden und das hätte ich dann auch genommen. Also kurz nachdem Marlina geklingelt hat, hättest du auch das Glöckchen ich hätte es dann genommen. Ach, verdammt. Haben wir den Fisch da? Können wir den dreieugigen Fisch präsentieren? Mhm. Ja, da ist er, der dreieugige Fisch, so ein Süßer. Ich frage mich, wie das so in seinem Hirn dann verarbeitet wird. Mhm. Auf jeden Fall wurde der gefunden. Was es nicht gab, war ein brennendes Gebäude. Ah. So ein Süßer. Kann man sich schon mal angucken. Und was es nicht gab, ist das brennende Gebäude. Wie kommt es, dass es dazu irgendwie Das kursierte mal als Desinformation auch durchs Netz. Ich habe das mal, zack, habe ich hier das. Da. Ah, Marlina, hast du das wohl Foto. Bei dir auch? Ja, genau. Ich hätte auch einfach zwei Suchanfragen weiter unten lesen können. Hier steht nämlich, The Simpsons Show did not predict the fire at Notre Dame. Oh. Oh nein, wie ärgerlich. Oh, das war knapp. Wie kommt es denn, dass es uns so vorkommt, als hätten die Simpsons alle möglichen Sachen vorhergesagt? Ja, es sind viele Sachen einfach zugetroffen. Ne? Also, aber ich meine, es ist eigentlich logisch, ne? Du hast da eine Serie, die seit 30 Jahren halt irgendwie durchläuft, die Gesellschaftssatire macht und irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen vorwegnimmt, prophezeit halt irgendwie und dann, ich habe nachgeguckt gehabt, ich habe es gar nicht im Kopf. Manchmal ist Satire einfach Realität? Also sind wir ja, wir sind halt insgesamt 750 Folgen und dann ist es irgendwann wahrscheinlich, dass irgendwas zutrifft halt. Ja. Ne? Und die haben 2000 haben sie ja auch den Präsidenten Trump gehabt. Ja. Ich glaube, 2016 hat halt der Macher dieser Folge noch ein Interview gegeben und hat gesagt, das war eigentlich eine Warnung an unsere Gesellschaft, was da nicht so richtig funktioniert hat. Eigentlich gibt es nichts zu lachen. Aber es hat sich halt so zu so einem Internetspiel einfach halt irgendwie. Also die Simpsons haben es schon gewusst, ein paar Sachen treffen zu, die werden geteilt. Ja. Und teilweise werden die Sachen gefaked. Also es ist halt auch keine böse Desinformation. Aber natürlich lassen sich aus solchen Sachen irgendwelche Verschwörungstheorien halt irgendwie einweben, so die Hollywood-Elite, keine Ahnung, was weiß ich nicht. An irgendwas muss man ja auch glauben. Und wenn es eine Kristallkugel in der Redaktion der Simpsons ist. Das Orakel von Springfield, ja. Ja, das tut mir total leid, Marlina. Ja, das ist super schade. Finaler Punktestand ist nämlich 8 zu 28 und 27 war der Breaking Point. Ab 27 gibt es kein Zurück und man ist der Gewinner und Florentin bekommt die goldene Lupe. Dankeschön, vielen Dank. Ich widme diesen Preis der Wahrheit. Florentin Will, 2023. Dieses Zitat wird in die Ewigkeit eingehen.
ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr unsere Versuchskaninchen für heute wart, dass ihr so fleißig gesucht, gegoogelt und nach der Wahrheit gesucht habt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Bastian, für deine Einordnungen und die ganzen Infos. Falls ihr mehr über die Sachen hören wollt, die Bastian heute angerissen hat, könnt ihr im Podcast hören, der begleitend zur Folge, wie gesagt, rauskommt. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei der Bundeszentrale für politische Bildung für diese Kooperation und dass wir diese Sendung machen durften. Und ja, bitte. Wir bedanken uns natürlich auch bei dir, Sophia, für die fantastische Moderation. Dankeschön. Und wir bedanken uns bei euch natürlich, wenn ihr einen Kommentar oder ein Like da lasst. Schreibt uns gerne, was war für euch besonders schwer rauszufinden oder ach, das habe ich doch sofort gewusst, da musste ich gar nicht irgendwie googeln. Wollen wir natürlich alles wissen, lasst uns das doch gerne auch da. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Sendung wieder. Danke euch allen und danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Ich bin jetzt traurig.